Ihr wollt wissen, wofür die Gießereien sind? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ja, was haben wir vor? Das Projekt mit meinen 18.000 ist ein bisschen, also 18.000 Akkus ist ein klein bisschen, ich brauche noch Musik. Klein bisschen groß, um ständig den Shit hin und her zu tragen. Ich habe meine Container ein bisschen aufgerüstet. Denn das muss alles voll sein. Und das, dieses hier ist nur Rad. Das da ist nur Quatsch. Das ist immer noch Draht. Das hier neben ist nur für die modularen Rahmen. Und das hier kann man es hier irgendwo zwischen sehen? Nein. Aber das hier ist nur für die Statoren. Da. Um das mal kurz in Zahlen zu fassen. Diese kleinen Türmchen hier. Das sind 72 Stück und da kommen nochmal drei hier vorne vor. Also 75 volle Container. Nur an modularen Rahmen. Nur Draht. Nur Statoren. Den Spaß will ich nicht ständig von da vorne holen, weil es gerade passt. Okay, die werden produziert. Hier Draht, ne? Seht ihr, läuft. Aber, uiuiui, ja, ich weiß gar nicht, wie weit sind wir. Also, ich habe da auch nicht auf irgendwie drauf geachtet, dass hier irgendwie kein Clipping ist oder so. Das ist einfach Baller. Wir sind hier, da läuft das gerade so durch. Das heißt, hier hinten irgendwo, wie sieht es mit dem aus? Bist du schon? Ja. Also, der hier dürfte voll sein. An der, und dann geht das halt geschlängelt immer hin und her runter. Das ist eine ganze Menge Shit. Aber, weil wir noch haben, ist, ich habe ja schon mal ein bisschen gebastelt. Also so hoch wird das Ding. Da ist ein Stückchen. Und da muss ja auch noch jede Menge Beton dazwischen. Und das ist jetzt nur eine Seite. Und ich weiß nicht, wie viel Tausend ich da schon reingeballert habe. Das heißt, da hinten muss das auch nochmal. Dann müssen die... Bitte nicht, danke. Da müssen die ganzen Zwischenböden gemacht sein. Das habe ich hier... Sieht im Moment aus wie ein geiles Regal. Aber das ist einfach nur, damit ich mich da irgendwie bewegen kann. Das muss ja alles noch bis nach oben. Und das muss auch hier alles rüber. Und auf der anderen Seite auch wieder hoch. Weil auf der anderen Seite ist die Platte noch unberührt. Und hinten und vorne. Alles ein bisschen heftig. Dementsprechend brauchen wir auch Beton. Dafür habe ich schon mal hier unten so ein bisschen... Wir machen nämlich nassen Beton dazu und wir bauen hier oben drauf eine Fabrik für die beiden anderen Sachen. Für die Statoren und für die modularen Rahmen. Warum kann ich mir das nicht mehr? Egal. Witzige davon, da ist, dass wir sogar davon welche brauchen, um das zu bauen. Ich liebe es ja immer. Haben wir hier auch so ein Zeug? Ah, das geht noch. Das werden insgesamt mal eben wieder 208 Maschinen. Ja, 9 Raffinerien für den Beton. Wir haben noch, wenn ich richtig gerechnet habe, 1920. Also 480 mal 4 von den ja, Iron Ingots, die da ankommen. Da gehen nämlich 3 noch in diese 3 Schredder, die können dann weg, dann wird das auch mal benutzt und da hinten, ups, okay, da hinten ich noch ein Band an, also nee, andere Richtung scrollen, da, wow. Das liegt auch noch. Ah, 4 Stück. So. Aber wie machen wir das mit dem Beton? Wir brauchen dafür 1080, glaube ich.
Genau, 300 plus 780. So, jetzt haben wir... gehen wir mal hier hin. Direkt hinter dieser Fabrik hier. Oder was, hinter der da? Genau, hinter der da. Bitte bleiben. Dort liegt einer, den wollen wir aufrüsten. Und davon abkoppeln. Dafür müssen wir aber den anderen aufrüsten, der hier auch noch reinpackt. Weil dann haben wir hier, das war glaube ich rein, das Vorkommen. War das rein? Finden wir ja raus. Nein, das war nicht ganz rein. Wie hatte ich das denn vor? Ich hatte mir doch Gedanken gemacht. Also wir haben einmal den hier. Oh, eben auf der Karte. Das hier war auf jeden Fall unrein. Und das hier ist... Ach, natürlich, klar. Das ist ein reines. Da müssen wir aufrüsten. Da muss das rein. Und der andere... Der andere Kollege, da, dieses Band. Na, da müssen wir ein bisschen Bänder und hier nochmal ein bisschen ein Splitter rein und dann ist gut. Damit der Spaß hier reingeht. Das kommt von da hinten irgendwo. Also nicht von da oben, auch nicht von da oben, sondern eher von da unten drunter. Das geht da, glaube ich, drauf. Moment, so einmal gucken. Das müsste dieses Vorkommen sein. Das heißt, das rüsten wir auf, dass wir auf 600 kommen. Weil von da kommen im Moment 260, hier kommen 240, da kommen 360. Da fährt ein Motorrad vorbei. Jetzt ist es weg. So. Das heißt, wir können dieses hier komplett für uns nehmen, weil das hier unten ist, glaube ich, komplett unrein, bringt sowieso nicht viel. Wir könnten auch hingehen und hier normal, unrein. Die kriegen wir auf 300, das ginge auch. Wenn wir dann hier nochmal 480, also jeweils auf 300, 480 könnten wir auch machen. Dann hätten wir den Bereich nur hier und ich muss hier nicht umbasteln. Aber dafür muss ich mehr Bänder ziehen. Dann haben wir hier auch normal. Also, vielleicht gehen wir auch mit dem Weg hier. Ja. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen zur Planung. Ich werde wahrscheinlich das Ganze so machen, dass ich jetzt so ein bisschen anfangen. Ich den Spaß aber alleine zu Ende führe. Ne, so zwischendrin. Dann immer mal wieder da baue. Das wird so, jetzt so ein bisschen hin und her. Die nächsten Folgen könnten vielleicht ein bisschen anstrengend werden. Weil bis wir da so weit sind, dass wir anfangen können mit dem Zeug. Dabei anfangen könnten wir ja jetzt theoretisch schon. Aber ich will wenigstens zwei Seiten fertig haben, bevor ich dann die dritte mache. Drei Seiten fertig haben, bevor ich die vierte mache. Da ist eine ganze Truppe Motorradfahrer gerade. Ja, so, jetzt sind sie weg. Ja, wie fangen wir am besten an? Ach ja, Kohle ist jetzt von der Entfernung her nicht so ein Problem. Die kriegen wir von hier, können wir da vorne abzwacken, hier rauf, fertig. Weil, brauchen wir für Stahl. Einzige Problem daran ist, warum habe ich das eigentlich so weit hinten gemacht? Warum nicht hier vorne? Warum nicht genau da? Das heißt, das bauen wir nochmal um. Hier ist ja kein Problem. Da kommt nämlich von diesem Band, geht das darüber. Vielleicht gehen wir auch einfach hin. Egal. Wir holen uns auf jeden Fall Kohle, wo die beiden herkommen. Die werden aufgerüstet. Das sind noch Zweier. Die werden auf, also Zweier, Minatoren hier. Die werden auf drei hochgesetzt. Und dann ballern wir da rein. Ne? Theoretisch könnten wir, also, das ist ja einfach nur, da sind ja nur Schmelzöfen drin. Das ist ja nichts Besonderes hier. Also riesengroß. Und macht irgendwie im Moment, 3, 6, 9. 12 mal 480. Ja, also, das geht alles noch. Wenn man das jetzt umbasteln würde in, wir machen das Ganze mit Wasser,
bräuchten wir Unmengen Wasser und Raffinerien, aber wir könnten das, was hier reinkommt, deutlich besser und effizienter rausholen. Noch mehr. Und auf der Seite, die könnten wir auch noch alle aufrüsten auf 780er. Also wir könnten hier richtig Eisen ballern. Gut. Aber fangen wir erstmal an. Das heißt, ich fange erstmal an und nee, nicht das. Wir wollen das machen. Wir packen uns jetzt erstmal ein paar Sachen in, was wir brauchen. Wir brauchen Gießereien. 4 Stück. Den würde ich auch anfangen wollen. Guck mal, das haben wir alles hier. Können wir auch quasi direkt machen. Weil das ist da vorne. Die brauchen wir nämlich für Stahl. Eben dieses Aufrüsten, Bänder ziehen, das mache ich komplett ohne euch. Ne? Also, das wäre ein bisschen drüber. So, nehmen wir das mal mit hier. Wieder zurück. Dann haben wir nämlich auch wenigstens das, was uns am meisten fehlt, direkt weg. Die Gießereien, die sitzen wir hier hinten hin, die 4 Stück. Ah ja, und hier werden Stangen und Platten gemacht. Die habe ich mit eingeplant, dass die hier oben reingehen. Weil im Moment werden die geschreddert. Die gehen halt da hinten irgendwo auf das Förderband, das da reingeht und dann ins Lager verteilt wird. Das bringt nichts. Machen wir nicht mehr. So. Gießereien. Gießereien setzen wir hier hin. Setze ich die wirklich so oder setze ich die. So, die setze ich so. Dann können wir alles von hier vorne reingehen lassen. So. So. Drei. Und 4. So, haben wir die schon mal stehen. Jetzt müssen wir da. Nee, Manifolds. Da können wir praktischerweise den Assi nehmen. Dafür haben wir aber nicht genug Platten. Aber ich habe einfach letztens mal hier ein bisschen Taschen leer gemacht. Das heißt, ich kann mir das nehmen. Da sind Platten. Das sollte sogar reichen. Perfekt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müssen die so sein. Das machen wir dahin. Und ein bisschen zurück. Vielleicht reicht so. Oder? Nee. So. Da. Dahin. Dahin. Hoffentlich war das jetzt richtig rum. Nein. Ja, war's. Mama, also. Ups. Das ist ja easy, aber das funktioniert nicht. Okay, das müssen wir wieder mit Liften machen. Ist ja auch kein Problem. Na komm. Sag mal, der will mich ärgern. Da bin ich ja falsch. Da will ich ja gar nicht hin. Da will ich hin. Förderlift. Bam. Ein da. Ein da. Okay, dann hätte ich auch einen näher ran machen können. Dann hätte es nämlich genau gepasst. Aber egal. Das ist alles nicht so schlimm. So. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Ich würde sagen, unten die Kohle rein. Alles andere macht nämlich überhaupt keinen Sinn. So, jetzt gehen wir mit dem Spaß hier hoch. Ein höher.
dann sieht das hier wenigstens alles identisch aus. Ich behaupte einfach mal, so, das haben wir. Was brauchen wir hier eigentlich an? Du machst mir... Das geht mit Kohle, ne? Ja, das ist genau das Rezept, was wir brauchen. Kopieren. Einfügen. Einfügen. Und einfügen. Die Kohle kommt von unten. Das machen wir so. Also im Moment ist das ja... so gedacht, die Kohle, die da ankommt, wird hier mit rübergelegt, damit da mehr drauf ist. Wir machen die einfach beide gleich. Ist da voll ballert. So, mit 780, dann ist hier genug, was wir hier vorne rausholen können. Weil das sind alles Mark 4 Bänder. So. Wie viel brauchen wir denn hier? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wie viel brauchen wir überhaupt? Visualisierung. So, so. Da sind die Iron Ingots. 3,75, das heißt, wir können eine sogar noch runtertakten und die braucht gerade mal 150 von den Dingern. Das heißt, da können wir locker oben das nehmen und nachher weiter mitarbeiten. Weil das Schlimmste werden wieder Iron Wire, also Draht. Der Draht ist witzigerweise, was wir dafür hier brauchen, ist mehr als das, was wir unten hingestellt haben. Weil dafür brauchen wir 63 Stück. Also, Konstruktoren. Was wir noch brauchen, sind Assembler. Die werden nochmal interessant, weil die möchte ich halt möglichst weit rechts haben. Okay. Ich würde vorschlagen, wir fangen auch mit den 75% hier vorne an. Heute ist wunderschönes Wetter. Dementsprechend. Sind wieder viele Kollegen unterwegs. Warum ich Kollegen sage, ich gehörte früher auch mal zu der Fraktion. Motorradfahrer. Eigentlich gehöre ich da heute noch zu. Ihr habt nur kein Motorrad. Das war zu weit. Macht aber nichts. Dann ist das halt so. Blums. Machen wir den einfach weg. Setzen den da hinten. 1, 2, hier rüber. Bitte da dran. Bitte dorthin. So, das läuft. Hier kommen sie. Perfekt. Und dann stehen die gleich da unten an. Ich muss nur noch Strom drauflegen. Umsetzen wir. Einmal dahin, dahin, dahin. Und dahin. Haben wir sie alle? Ja. Und dann einmal hier dran und da unten dran. So, ihr kriegt alle schon mal schön Eisen da rein. Da müssen wir uns nur noch um die Kohle kümmern. Die Frage, mache ich das jetzt schon oder kümmere ich mich jetzt erstmal um die um die modularen Rahmen? Beziehungsweise Quatsch, um die Assembler, die dahinter kommen. Also für die Statoren, ich glaube, die Statoren mache ich auch als erstes fertig. Weil das dürfte da vorne hinpassen. Wir brauchen jetzt 10 Assembler. Baupläne. Maschinen. Fabrikatoren, genau.
10 habe ich gesagt. Ne? Das sind 9. Einen kann ich separat setzen. Genau, machen wir so. Mache ich die auch wirklich nur mit einer, auf einer Seite mit Input und gut ist. Dementsprechend dahin und nochmal. Nee. Nein. Das war doch Quatsch. Manchmal zieht die Maus ein bisschen nach. So. Verstärkte Eisenplatten. Die sind ein Problem und Rotoren sind ein Problem. Gehen wir eben holen. Dann müssen wir doch einmal in das Lager. Weil das, was wir dann aus dem Stahl machen, werden halt einmal die Rohre. Und wir müssen mal gucken, ob wir... Das wäre natürlich richtig smart, wenn wir das so ein bisschen aufteilen können. Mit den 62 Konstruktoren allein für... Oder 63 für Draht. Wenn wir da nämlich hinkommen, dass der die 400, die wir für die Statoren brauchen. Also wir machen 50 Statoren und 100 modulare Rahmen pro Minute. Dahin wollte ich. So, wir fangen damit an. Ich muss ein paar Mal hier zwischendurch. Ich habe jetzt nicht vor, das alles da reinzupacken und mir wieder da hinten ein kleines Lager aufzubauen. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd. So. Einmal darüber. Einmal hier vorbei. Aber dann könnten wir vielleicht, also wenn wir da irgendwie eine saubere Zahl kriegen für die 400, nehme ich die überall an, das ist doch schön. Dann gucken wir mal, ob wir hier anfangen können, rein davon. Wir wollen das so haben. Oder wollen wir es so haben? So wäre halt super vom Ausgang her. Weil, ne, geht hier raus auf der Seite. Kann man noch mal ein bisschen nach hinten schieben. So, geht hier raus, muss da rein. Also das wäre optimal. Machen wir so. So. Und das ist auch von der Größe her optimal. Dahinter kommt jetzt noch der eine. Und dann ist das... Also, als wäre diese Fläche dafür gemacht worden, oder? So. Und bei dem machen wir es jetzt ganz einfach. Du gehst direkt da rein. Das einzige Problem ist, wir müssen das hier anbauen. Aber auch das ist nicht das Problem. Weil da gehen wir jetzt einfach hin. Logistik. Mal einmal den Splitter. Wir machen den Splitter hier unten hin. Machen den nächsten Splitter direkt davor. Und oben drauf. Machen den unteren wieder weg. Verbinden den Spaß. Und schon fällt das gar nicht mehr auf. So, drin. Da müssen wir jetzt gleich sagen, das sind Statoren, die wir da bauen. Also letztendlich, was wir hier machen, ist alles relativ simpel. Und, naja, geht dann halt da vorne auf den Strom drauf. So, in die Dinger rein und dann gucken wir mal. Dann haben wir ein bisschen was zu tun. Das ist wirklich... Ich nenne es mal Holy Crap, ne? Das ist, da habe ich mich, glaube ich, ein wenig... Nennen wir es überschätzt, weil das hat nichts mehr mit Verschätzen zu tun. So. Davon brauchen wir auch. Das ist super, wir brauchen exakt 10. Das heißt, ich muss eigentlich mal irgendwas einstellen. Wo sind die Statoren?
Wir nehmen da auch das ganz normale Rezept. Hier würden wir, glaube ich, das ist 15 Sekunden, das ist 12 Sekunden. Also hier kriegen wir ein bisschen mehr raus. 5 pro Minute. Jetzt, wenn ich das andere wähle. Das ist jetzt nur so. Ah, es sind 8 pro Minute. Okay. Aber die 5 pro Minute reichen. Die sind perfekt dafür. Ach ja, ich hatte auch so eingestellt, dass ich kein Katerium habe. Angeblich. Aber macht ja nichts. Weil dafür jetzt vorne das Katerium noch upgraden und weitere da anhängen, das war mir ein bisschen zu viel. Also, es ist ja auch nur hier als Hilfskonstruktion, damit wir da unten was reinkriegen. Es kommen ja gerade mal 50 Stück raus. Die wir jetzt sauber hier runterleiten. Da oben. Einen hoch da lang. Und dort rein. Wunderbar. Also wenn die laufen, haben wir das. Denen fehlen jetzt Stahlrohre und sie haben keinen Strom. Ein Problem, das wir relativ einfach lösen können, indem wir diesen dort anklicken, hier rüber gehen und einmal da dran packen. Bam, Strom erledigt. So, 7,5 Konstruktoren. Bauplan. Nein, ich mach. Okay, das ist ein Problem. Die kriegen wir hier so nicht hin. Nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Aber das ist kein Akt. Die setzen wir dahin. So, wir haben 6. Schnappen wir uns ein. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Du gehst wieder weg. Weil du kommst richtig hier hin. Nicht direkt dran. So. Dann schnappen wir uns Sonnenkollegen hier. Du gehst hier hin. Jetzt haben wir das Problem. Da war genau. Du musst. Na! Komm. Du musst stromtechnisch irgendwie hier hin. Und hier hin. Da geht es aber wenigstens da dran. Jetzt haben wir da auch nichts mehr. Okay. Und du schnappst dir bitte diese beiden. So, sehr gut. Ach ja. Den Kollegen. Einmal dorthin. Einmal dorthin. Sagt unsere Zeit. Unsere Zeit sagt, wir machen das hier jetzt noch eben zu Ende. Schließen das auch noch sauber an. Sprach er und machte Murks. Wunderbar. Ich müsste auch glauben, der hat für sowas ein Skript. Habe ich nicht. So, das heißt, wir setzen uns hier. Also, das, wie gesagt, das hier machen wir jetzt noch eben zu Ende gemeinsam. Förderband Splitter. Nein, Splitter nicht. Wir brauchen Merger. Dahin. Und ich habe nicht genug Eisenplatten. Ein nahezu unlösbares Problem. Oh, der macht Draht? Natürlich macht der Draht, weil ich dem nichts anderes gebe. Dich hätte ich gerne. Mach mal ein bisschen effizienter hier.
Wie gesagt, die machen da unten 140 davon und 210 davon. Also das ist schon ganz nett. Den einen hätte ich hier noch nicht mal gebraucht. So. Den reißen wir wieder ab. Und packen ihn da ein. So, dann können wir nämlich schon mal sicher sein, dass das funktioniert. Aber wir werden jetzt nochmal, was wir gleich für das geht, direkt da drauf. So. Und dort machen wir das. Ich sollte meine Sätze zu Ende führen, ne? Oder was? Zack. So, raus. Dahin, 1, 2, dahin, zack, zack. Wunderschön. Du gehst darum. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich sollte meine Sätze zu Ende führen und die halt einfach nicht klappen. Also, was hier nicht mehr hinpassen wird mit der Draht. Aber ich gucke jetzt mal, ob wir eine Möglichkeit haben, den, also wie viele wir brauchen, um den Draht herzustellen. So, dann geht das hier unten rein. Vielleicht kann ich ja... N. Draht. Wir nutzen dieses Rezept. Es sind 22,5 pro Minute. 22,5, wir brauchen 400. 22,5 durch 400 durch 22,5 sind 18. Okay. Doofe Zahl. Fällt mir nicht so ganz, aber das heißt, das machen wir in der Etage hier drüber. Dann gucke ich aber hier drüber, dass ich eine Etage mache, die die kompletten ...1400 schafft. Leck mich in den Tisch, ey. 1400 nur dafür. Okay, das heißt, die werde ich auch schon fertig machen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch noch mehr. Wahrscheinlich schon mal das ganze, ganze Aufrüsten von der Kohle, den Kram. Also da zocke ich mal ein bisschen ohne euch. Mache ich ja sowieso in letzter Zeit immer mal wieder, um einfach so ein paar Sachen ein bisschen zu beschleunigen, weil das wollt ihr euch echt nicht angucken, weil immer wieder ein Losrennen, den Beton holen, dann wieder hin, da hochschweben und alles doof. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen.